Bist du da, Helga? Ja, was denn los? Bald kommt das Baby. Was für ein Baby? Das Helene Fischer Baby. Ist sie schwanger oder was? Helga, hast du das denn nicht mitbekommen? Ich hatte gestern im Krabbenclub Putzdienst. Wie soll ich sowas denn mitbekommen? War doch überall in den Nachrichten. Sowas kommt in den Nachrichten? Das wollen die Leute doch wissen. Sowas kann in der neuen Brigitte kommen, aber sowas passt doch nicht in die Nachrichten. Aber Helene ist doch unser Robbie Williams. Was? Die ist doch der deutsche Michael Jackson. Helene Fischer ist der deutsche Michael Jackson, also manchmal hast du auch... Findest du das denn nicht schön? Die Nichte von Bertrud. Bertrud Nagelmann? Nee, Bertrud Hagge hier, die neben Diekmanns wohnt. Was damit? Die Nichte von der. Die ist auch schwanger. Ja und? Ja und, was na und, das ist doch genauso wichtig. Aber... Wieso steht in der Brigitte nicht, dass die Nichte von Bertrud schwanger ist? Das ist doch keine Leistung. Die hat Wassereinlagerung und geht immer noch zum Vorbereitungskurs. Das kann man doch wohl mal erwähnen. Aber die kennt doch keine. Bertruds Nichte hat vor 9 Jahren den 5. Platz bei den Bundesjugendspielen gemacht. Sag mal nicht, dass die keiner kennt. Aber das ist doch keine Helene Fischer. Und außerdem ist das doch auch alles, was sehr privat ist. Was? Na, wenn du... einen Braten in der Röhre hast. Braten kann ich nicht, krieg Kopfschmerzen von. Wenn du schwanger bist, muss das doch nicht die ganze Welt wissen. Sie ist die deutsche Madonna, da gibt's nichts Privates. Vielleicht will das Baby ja gar nicht in die Öffentlichkeit. Vielleicht will er eine ganz normale Kindheit haben und nicht, dass alle wissen, dass die Mutti immer atemlos durch die Nacht zieht. Helga, nun stell dir mal Folgendes vor. Ja, was denn? Helene Fischer singt an Heiligabend, 20.15 Uhr in der ARD. Stille Nacht, heilige Nacht. Muss ich jetzt schon würgen, hör mir auf. Und beim Höhepunkt vom Song kommt das Baby an so einem Seil runter in die Arme von der Mutter. Aber wird schlecht. Und dann legt Helene ihr Baby in die Jesuskrippe. Marianne. Und dann kommen die heiligen drei Könige, Christoph, Melchior und Bastian, und bringen dem Jesusbaby goldenes Mikrofon. Und dann brabbelt das Baby da was rein. Oh, ich kotze. Das ist doch ein Weltkulturerbe. Bitte. Und dann das Finale. Alle singen sie Stille Nacht, heilige Nacht. Und dann kommt mein Flori Silbereisen auf dem weißen Esel angeritten und will einen Vaterschaftstest, weil er eigentlich ein Vater ist. Oh Gott, da wird doch jedes Herz schwach, Helga. Herzinfarkt, ja. Das bringt Quoten, Helga. Da berichtet die ganze Welt von. Geht wieder. Findest du das nicht romantisch? Florian Silbereisen auf dem weißen Esel hat mir den Rest gegeben. Ich finde das einfach nur schön. Ich habe das Gefühl, ich bin selber noch mal schwanger. Aber die Fischer, die wollte das doch gar nicht. Schwanger sein? Nee, die wollte das noch gar nicht an die Öffentlichkeit. Die Bildzeitung hat das dann so alles verraten. Ist doch okay. Marianne. Nicht jeder Star will mit seinem Kind oder seinem Baby oder der Schwangerschaft Geld verdienen. Aber... Kinder und Babys gehören nicht in die Öffentlichkeit oder ins Internet. Punkt. Aber stell dir das doch mal vor, mit der Krippe und auch dem bei Baby. So wird nicht. Kinder gehören in die Sandkiste und nicht auf der Bühne, wo so ein Florian Silbereisen die angrinst. Die haben doch einen Schaden fürs Leben dann. Du hast was gegen Helene Fischer. Ich hab nichts gegen Helene Fischer. Du bist neidisch. Ich weiß nicht, wo ich nicht. Nun ist aber mal gut hier. Ich weiß auch schon, wie das Baby heißen wird. Bitte, nun ist mal gut. Soll ich dir mal sagen, wie die das Baby nennen wird? Nein, Marianne, nein. Florian. Florian. Weißt du eigentlich noch ihren Flori liebt? Marianne, ich muss, mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Steckrüben mit Fleischwurst. Kann ich nicht. Die Steckrüben, die bleiben immer stecken. Kannst nicht die da Wurst, so kannst du einfach die Steckrüben Loch, und weglassen. Bleiben und dann die nur Steckrüben die Wurst, immer einfach immer so rein. Stecken. Schieben. Krieg Schuppen von. Ja, dann gute Besserung. Dir auch. Muckdad. Muckdad.